Sei gegrüßt, Aloy. Nein, nicht verbeugen. Die Gesalbte mag das nicht. Sie mag es auch nicht, wenn man sie die Gesalbte nennt. Ich gab mein Wort. Und Meridian? Es gibt so viel... Was ist los? Willst du das wissen? Na gut. Dies ist ein fremdes Land. Verdorben. Und ich verteidige eine merkwürdige Stadt. Und du? Nach all den Ereignissen. Ich sollte auf die Knie fallen und dich verehren, aber ich... Oh, es ist ziemlich hart für dich, hm? Danke, dass du das mit dem Verbeugen gesagt hast. Sowas fehlt mir gerade noch. Sei nicht zu hart zu ihnen. Sie sind nur hier, weil die Gesalbte darum gebeten hat. Ist das auch dein Grund? Nein. Ich bin hier, um dich noch einmal zu sehen. Und es geht um den Metallteufel, weil die Göttin das sagt. Oder weil du das sagst. Ich glaube, die Göttin und ich sind uns einig. Schön, dass du hier bist. Finde ich auch. Dein Freund von der Garde guckt ständig rüber. Hier oben weiß ich nicht, ob die Welt größer geworden ist. Oder ich kleiner. Du musst die Kriegsherrin entschuldigen. Sie hasst das alles. Dein Freund von der Garde guckt ständig rüber. Also, wer sind diese Typen? Sie bezeichnen sich selbst als Eklipse. Und was soll das heißen? Das ist, wenn der Mond vor der Sonne steht, Idiot. Oh, soll das irgendwie furchteinflößend klingen? Keine Ahnung, sie waren mal Kaja. Und Kaja labern doch dauernd von Sonne und Schatten. Tja, wenn das Kaja sind, kann's ja nicht so schwer werden. Ja, ihre besten Leute kleiden sich wie Gockel. Dann rupfen wir sie doch. Nicht so viel Gegacker, Jungs. Aloy, da sind wir wieder, bereit für den Kampf. Doch dieses Mal haben die Gegner wohl mehr zu bieten. Was genau erwartet uns hier? Ich weiß nicht. Aber es werden sehr viele sein und sie haben Maschinen. Und wenn sie hier durchkommen, wird nicht nur Meridian fallen. Der Rest der Welt wird auch untergehen. Das ist hart. Das ist ein Kampf für uns. Stimmt's, Leute? Und wo steht unsere Garde? An der Frontlinie! Warum? Stahl steht vor Eisen! Und was werden wir tun? Wir sind der Hammer, der sie zermalmt! Richtig! Hörst du? Niemand kommt an der Garde vorbei. Wir kämpfen für Meridian. Und für dich. Danke, Erend. Ersa wäre stolz. Nur wenn wir siegen. Was für Maschinen sind das? Große, hässliche. Von den Alten. Hässlich und alt? Wie deine Mutter? Schlimmer, wie deine Frau. Das reicht. Und sowas habe ich am Hals. Geht es bald mal los? Ich kriege Hunger. Du hast immer Hunger. Ich lade euch ein. Nach dem Sieg. Ihr auch? Wir auch. Du kriegst nicht genug von mir, was? Ich glaub, sie mag dich. Wirst du sie küssen, Hauptmann? Ruhe. Sofort. Wir tun so, als sei es nicht passiert. Was für Maschinen sind das? Große, hässliche. Von den Alten. Hässlich und alt? Wie deine Mutter? Schlimmer. Wie deine Frau. Das reicht. Und sowas habe ich am Hals. Olins Wohnung. Irgendwie leer. Soll ich schlafen? Muss ich noch etwas erledigen?
konntest du schlafen, Elisabeth. Mit so einer Last auf den Schultern. Und du, Rust? Ohne deine Familie? Silence? Bist du da? Geister werden mir auch nicht helfen. Ma'am, es gibt Zeichen aus dem Westen. Der Sonnenkönig erwartet dich im Tempel der Sonne. Lagerfeuer vielleicht? Truppen, die sich für den langen Marsch zu den Stadttoren sammeln? Das ist kein Lagerfeuer. Was denn dann? Das Ende. Oder zumindest der Anfang davon. Die du meintest? An die Waffen! An die Waffen! Sofort! Bei der Sonne! Tut, was sie sagt! Bereit und geladen! Alle von euch, bereit zum Feuern! Wird der Beschuss sie aufhalten? Das werden wir herausfinden. Sammel die Garde und schick Verstärkung. Aloy, oh nein! Wir brauchen die Waffen. Er wird dich erledigen. Nicht dieses Mal. Du hast mich lange genug geärgert. Dann hättest du mich im Sonnenring schlagen sollen. Du wirst verändern. Warum kämpfst du? Warum? Das Ende ist unausweichlich. Akzeptiere es. Akzeptiere deine Schwäche. Wartet nur ewige Nacht. Meridian muss sich rot färben, um geläutert zu werden. Die Sonne kann dich jetzt nicht... Du hast mich lange genug geärgert. Dann hättest du mich im Sonnenring schlagen sollen. Warum?
Warum kämpfst du? Das Ende ist unausweichlich. Akzeptiere es. Akzeptiere deine Schwäche. Auf dich wartet nur ewige Nacht. Meridian muss sich rot färben, um geläutert zu werden. Schicksal nicht begreifen. Das kann nicht sein. Ich bin der Auserwählte. So sollte es nicht sein. Weil du ein Dummkopf bist. Ein sadistischer Mörder, der nicht merkt, dass er nur benutzt wird. Du bist ein Versager. Und bald erinnert sich niemand mehr an dich. Kehr dein Gesicht zur Sonne und denk drüber nach. Stellung! Wo wir
werde ich gebraucht. Geh an eine Kanone auf den Plattformen. Mal kurz Luft holen und sich waffnen. Wieder an die Waffen! Westen! Seit wann der Tür?
Aloy! 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 Bei der Urmutter, du lebst. Ich dachte, du wärst tot. Die anderen, sind sie... Nein, nein, zurückgeschlagen, verwundet, aber am Leben. Die Maschinen zerstörten das Dorf und zogen weiter. Sie marschierten zum Turm, dieses Ding im Schlepptau. Pass auf die anderen auf, Tab. Ich muss gehen. Wir lenken sie ab! Jetzt seht ihr die wahre Sonne, Schattendämon! Hades sendet jetzt.